Willkommen zu dem neuen Video der Bruder Games und heute will ich euch ein Herzensthema eigentlich zeigen und darüber eigentlich sprechen, weil es geht nämlich um den Modus Geisel. Deswegen seht ihr ja schon im Titel neuer Ranked-Modus Geisel. Und zwar ist er nicht neu, es geht aber einfach nur darum, dass es momentan ein Glitch in Geisel gibt, den werdet ihr gleich sehen. Ich selber habe den Glitch nicht angewandt, habe den selber auch nicht gemacht. Ich wurde nur sozusagen eingeladen, mal Geisel zu zocken und dann wurde ich überrascht mit diesem Glitch, den ihr gleich seht, wo ich sehr, sehr traurig war, dass nicht nur denn meine Teammates sozusagen das gemacht haben, sondern die Gegner-Teammates. Und das nicht nur in der ersten Runde, die wir Geisel gespielt haben, sondern in jeder fucking Runde, die wir Geisel gespielt haben, waren glaube ich 3 oder 4. Wir haben 4 Geiselrunden sogar gewonnen. Verloren. Wir haben 4 Geiselrunden nur verloren wegen diesem scheiß Glitch, den ich euch jetzt mal zeigen werde. Dass man die Geisel nämlich anschießen kann am Anfang der Runde als Verteidigerteam. Und wenn man dann rausjoint und die Lesion-Falle von dem rausgejointen Lesion noch die Geisel trifft, ist sozusagen die Geisel verwundet von dem Gegner. Das heißt, dass die Verteidigung einfach nur warten muss, bis die Runde anfängt, die Drohnenphase vorbei ist und zack, hat man die Verteidigung gewonnen bei Geisel. Das ist ein Riesenglitch. Deswegen richtet sich dieses Video auch an Ubisoft. Ubisoft, bitte patch das bitte, damit ich meinen Modus Geisel spielen kann. Ich finde es traurig, dass jetzt wirklich sehr viele Leute Geisel spielen. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass mehr Leute Geisel spielen, aber jetzt nur wegen dem Glitch Geisel spielen, das ist schon sehr traurig. Jetzt mal. Boah. Ah, boy. Na, nee, Digga, lass dich nicht provozieren von der Zeit. Ja, nicht bitte. Vermessern kannst du. Nee, lass du einfach, lass du. Wir müssen jetzt verteidigen. Lass das stehen. Wenn wir jetzt verlieren, wäre übel mies, wa? Stell dir vor, er leftet jetzt, Digga. Ja! Bonne! Danke auf jeden Fall für das Liken und Abonnieren, falls euch das Video gefallen hat. Lasst ruhig auch die Glocke mal an hier, damit ihr seht, wann es weitergeht mit neuen Videos. Und wenn ihr mehr Glitch-Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Das war's von den Bruder Games. Peace out.